Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute in LS15 auf der Map Niederlande zusammen mit dem Toto und dem Marco. Hallo. Hallo. Wie mache ich denn die Karte da oben weg? F1. Ach nein, Mann. Ich habe jetzt Rückspiegel oder sowas an. Hä? Ja, ich habe hier oben, ich kann sehen, was hinter mir passiert. Ich habe oben so ein kleines Bild. Okay. Ah. Das. Wie geht das aus? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das nicht oben links in der Ecke und der okay. F1 Gerät wechseln, Helfer einstellen, Arbeitslicht hinten, Arbeitslicht vorne, IC anschalten, Lenkradwechsel, GPS einschalten, Feldbegrenzung abschalten, Missing Feldbegrenzung, Typ Description zuklappen, Low High Poly, Hundegang, was ist ein Hundegang? Liftachse zuklappen, anschalten und abkoppeln. Ja, da hast du jetzt gehackt, ne? Ne, ich weiß nicht warum. Ich hab's noch nie gehabt. Das einmal zufällig hatte ich das an. Ich weiß aber nicht, wie ich es wieder ausgekriegt habe. Und hinten, das Ding bewegt sich auch nicht, die Reifen da hinten. Ach, ist das eine beschissene Scheiße, ohne Witz. Wenn ich das Ding... Es lenkt nicht. Lass mal bitte kurz rein. Du hast den Hundegang drin. Wer macht den aus? Den aus. Komm raus da. Komm. So, jetzt ist es wieder normal. Dankeschön. Nee, ist es nicht. Nett. Drücke mal L. Komm ich zum Kaufmenü oder so ein Scheiß. Hast du den? Ist sie jetzt draußen? Ja, jetzt ist normal. So, die Gülle muss ich am Hof tanken, ne? Nein. Wo denn? BGA. Mann, oh Mann, oh Mann. Lass uns den reinnehmen, der ist total geil, Alter. Ja, ist sie ja auch, man muss halt nur mit umgehen können. Dann sag ich jedes Mal zu dir mit dem Pimmel. Diesmal, du kannst ja damit umgehen. Halt den Mund. Wo tanke ich jetzt die Gülle? Am Schlauch. Genau, da fährst du dann richtig. Ja? Ja, da an dem Schlauch. Ja? Ja. Du musst noch R drücken. Ach, was du nicht sagst. Ja. Du stehst da schon 5 Minuten, es passiert nichts. Ja, hier kommt ja kein R zum Benutzen oder so. Hier auch nicht. Aber
Aber sieht mir eher hier aus, als wenn man hier Wasser holt. Ich habe schon 28 Mark Gülle da geholt. Und jetzt willst du mir erzählen, dass du da Wasser kriegst. Du musst rückwärts runter R drücken, dann wird er beladen. Aber wenn der Marco mitspielt, ist er nur an der Tanke. Ja, dauert ja 3 Stunden, bis man hier den mal aufgetankt hat. Der Deutz mit seinem 3-Liter-Tank. Der passt schon eine Menge rein, aber man muss ja immer, immer weiter R drücken. Ja, habe ich doch letztens schon gesagt. Da habt ihr Spackes nur dumme Witze gemacht. Wie weit ist es denn da vorne schon verdichtet? 45%. Willst du danach zumachen? Wollen wir es noch voll machen? Willst du komplett voll machen? Eine Hexe. Wenn du runter kreise und verdichtet nichts. Wieso? Natürlich. Bei mir stand die ganze 43, bin schon zweimal im Kreis gefahren, immer nur 43. Ne, bin ich bei 46. Na dann. Ja, mega, mit einer Hexe und können das Ding voll machen. Wo muss denn jetzt noch gedüngt werden? Wo warst du gerade dran? Ich habe gerade die 46 gemacht. Ja. Du? Ja. War jetzt auf die 45. Ja. Gehen wir jetzt die Felder fertig an und dann düngen wir. Häckseln wir. Ja, wir haben noch ein paar Maisfelder, die wir auf jeden Fall noch häckseln könnten. Ja. Wollen wir den neuen Mähdrescher? Ja. Was für eine Arbeitsbreite hat das Ding zum Düngen hier? 30 Meter. Okay. Das Feld hast du schon gedüngt, oder? Du warst zu 45. Stimmt. Hier liegt noch Stroh drauf. Was drauf liegen, können wir häkseln. Sehe hier an. Was? Du siehst hier an. Diese ja. 4 Bahnen, die häkst dich nicht. Du hast nur gesagt, dass der Stroh drauf liegt. Du hast ja nicht gesagt, wie viel. Ja, ja. Gibt dir auch nicht die Schuld. Klar, machst du immer. Aber kannst du nachts überhaupt schlafen? Ich? Ja. Sehr gut. So, da ich mal das Problem habe, aufzustehen.
Ja. Wieso dreht er das Ding? Ich drücke ja gar nicht mal auf L. Wie wechselt man die Kabine, dass sie sich dreht? Ich glaube auf B. Stimmt. Und auf B macht man auch hier den Dünger aus. Warum dreht er sich? Musst du einfach das Güllefass anwählen, oder? Ja, aber wenn ich das Güllefass anwähle, habe ich die ganze Zeit hinten diese blöde, das blöde Ding da sitzen. Das geht mir auf den Sack. Mit ab, Colli. Also ich bin ehrlich, heute ist der Wurm drin. Wieso? Ja, ey, jo. Dreimal schon offscreen in den Graben reingefahren. Jetzt kommt hier die Scheiße mit dem Faste, weil ich hinten die ganze Zeit diese Kacke da habe, ey. Die nicht weggeht. Guck mal auf dem Numpad. Probier mal 7, 8, 9 da oben irgendwas. Jetzt macht es so komische Geräusche. Ja, nee, ist klar. Wir sind auch da so doof rum. Das ist meines Erachtens viel zu groß für die Felder, dieses Gerät. Stimmt. Bitte? Ja, wir nehmen jetzt nächstes Mal die Pantera. Nein, dieses Feld, also für 45 ist das Ding zu groß hier. Du hast einen Blinker. Heute ist echt der Wurm drin. Ich weiß nicht, was los ist. Tut mir leid, meine lieben Leute. Ich bin heute nicht LS-tauglich. Keine Ahnung, ey. Wenn ihr wisst, was schon offscreen hier jetzt gerade die ganze Zeit passiert ist. Ich fahre in den Graben. Wir setzen zurück. Ich setze rein, fahre wieder auf das Feld, fahre wieder in denselben Graben. Kann mal vorkommen, ne? Versuch mich jetzt zu benehmen. Dass da oben die Kamera nicht weg ist. Vielleicht könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, meine lieben Freunde, wie das weggeht. Ich habe keine Ahnung. Steht auch nichts dabei, was man machen muss oder so. Numpad mal ausprobiert? Alle? Ja, ich habe alle Knöpfe durch. Weiß auch nicht mehr. Wer war das Bild hoch und runter irgendwas? Keine Ahnung. Weiß nicht mehr.
Wo willst du denn hin jetzt? Auf nächstes Feld? Ja, ich guck gerade, also ich war gerade am Überlegen. 5, ne. Also ich glaube, Toto hat 19, 35, 36, 39, alles schon gedüngt. Glaube, wir müssen nach unten, nach 67, 68 und so. Ja. Wenn wir jetzt auch hinfahren. Wir drehen aber hier mal eben. Habe ich 19 schon gedüngt? Ne, 19 habe ich noch nicht gedüngt. Ja, jetzt sind wir aber gerade hier unten. Wir machen die unteren jetzt. Ja, deswegen. Wir haben ja oben angefangen und gehen jetzt so unten Ja. entlang. Wollten wir eigentlich. Oh, wir sind schon über unsere Zeit. Gut, meine lieben Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut morgen wieder vorbei und sorry, dass ich, weiß ich auch nicht, heute hier irgendwie so Mist baue in den Folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.